Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentoren die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner. Doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb. Konstantin dem XI. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Die Hakenklinge. Folgen Sie Yusuf und lernen Sie, wie diese neue Hakenklinge eingesetzt wird. Jede Aktion mit der Hakenklinge mindestens einmal erfolgreich durchführen. Ach du Scheiße. Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Halten Sie in der Luft Kreis, um sie auszustrecken. Okay. Ob ich das auf Anhieb nochmal so hinkriege? Boah! Was ist das? Animus-Datenfragmente. Oh nee. Sammelsurium Scheiß. Ihr glaubt, ich schaffe das nicht? Das mache ich mit links. Boah. Kommt, wir müssen uns spuren. Ist das nicht hier? Wow. Oh. Das war dumm. Da habe ich nicht schnell genug die bescheuerte Questtaste gedrückt. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Hier können wir wieder Dings machen. Wie im Brotherhood. Wieder einige Geschäfte auf Vordermann bringen. Bringt uns bestimmt nebenbei wieder Geld ein. Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn ihr ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Ach du Scheiße. Ne. Sitzt hinzu und halten sie den Kreis gedrückt. Okay. Schahane. Ah, okay. Harika. Aha. Habe ich die gerade niedergerungen? Aha. Naja. Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding.
Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Na bene, gehen wir. Der Blick von Galata. Ezio ist stolzer Besitzer einer osmanischen Hakenklinge und braucht etwas Training, um diese Waffe zu beherrschen. Yusuf ist überglücklich, ihm dieses Training zu bieten. Den Turm in weniger als 60 Sekunden da klimmen macht, du heilige Scheiße. Habt ihr Spaß? Genau so. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Nein, nein. Oh, Ernsthaft. Ich wollte doch mich rüberhangeln. Verflixte Scheiße. Und da geht's schon wieder los, ey. Könnte schon wieder einen Anfall kriegen. Das schaffen wir dann nicht, ne? Merkt man doch lieber ihm hinterher klettert so. Ja. Scheiße. Ich die Böhle! Hängt euch richtig rein! Willkommen in Konstantinie, Ezio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Oh, ne. Achso. Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Çabuk Burerge! Angriff von zwei Seiten, Galata und Großer Bazar. Jeden Tag dieselbe Mühsal. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. Fortgeschrittene Taktiken. Yusuf hat die Meldung erhalten, dass die Templer gleichzeitig zwei verschiedene Assassinenfesten angreifen. Folgen Sie Yusuf, während er einen Plan schmiedet. Ein Attentat auf einer von einer Seilrutsche aus verüben. Oh, ja, mal. Ist er des Laufens müde? Schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Gott, ich hasse das. Ich schaff das immer wieder. Drücken Sie. Ich konnte das schnell lesen, stoppte Blond. Ein Templerspeer. Und dort noch einer. Sieh zu. Assassinen! Hilfe! Nice.
Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar, ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sieh, die Galata-Feste. Evet, ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide Raskele. Sehr geschickt. Gott, was ist das? Mal, wir müssen mit dem reden. Gune Büyük, Sheriff Uster. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's. Mhm. In der Defensive. Der Templer... Was? Die Templer bereiten einen Angriff auf die Galata-Feste der Assassinen vor. Führen sie ihre Assassinenbrüder bei der Verteidigung an. Machen wir doch. Positionieren Sie einen Anführer. Platziert euch dort. Verteidige ich das für mich. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Okay. Scheiße. Barrikaden errichten, okay. Sichert diese Stellung.
Verteidigt das für mich. Jawohl. Habe ich ja. Barrikaden verkaufen, plündern. Ihr müsst diese Stellung halten. Okay, da muss ich schon mal zumindest ein sitzen. Schusswaffen. Platziert euch dort. Da können wir noch einen hinsetzen. Platziert euch dort. Und da. Platziert euch dort. Reicht nicht mehr. Sichert diese Stellung. Stellung halten. Platziert euch dort. Sie zeigen über die Templertruppen, bitten sie dann um einen Schuss in der Kanone abzugeben. Ah, okay, cool. Verteidigt das Gebiet. Nein, sind sie durchbrochen? Boah. Niedergerungen. Schlag doch zu. Oh, scheiße. Platziert euch dort. Verteidigt das für mich. Einen da machen. Nehmen wir dann eine Schusswaffe auf. Ihr müsst diese Stellung halten. Wir da einfach noch mal eine Barrikade. Oh oh. Verteidigt das Gebiet. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Dort. Sichert diese Stellung.
Platziert euch dort. Zielt dahin. Jawohl. Geschafft. Die Folge zwar ein bisschen länger geworden, aber egal. Alles klar. 79% insgesamt. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Revelations. Und dann geht es an der Stelle weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin, sage ich ciao, ciao und bis dann.